Hallo liebe Vereinfacher-Community und herzlich willkommen zu einem weiteren schönen Video hier auf unserem Kanal. Und ihr wisst immer, wenn ihr mich seht, dann wird es hier ein bisschen bunt auf dem vereinfacher.de Kanal. Und so ist es auch in diesem Video, weil diese Woche erscheint die neue PlayStation 5. Ich bin schon ganz aufgeregt als erwachsenes Kind, freue mich schon. Aber lustigerweise haben wir auch Mails von euch diese Woche dazu bekommen. Der eine oder andere Verein fragt sich, wie ist denn das? Dürfen wir so eine Konsole anschaffen? Wie ist das steuerlich? Wir sind gemeinnützig und von daher müssen wir eigentlich keine Steuern zahlen. Aber ja, ich habe mir einfach den Experten in diesem Bereich dazu geholt, den Thomas. Thomas, schön, dass du da bist. Und Thomas, wie ist das als Verein? Darf ich mir als Verein einfach eine PlayStation anschaffen und die ins Wartezimmer stellen oder mein Vereinsheim? Wie sieht das steuerlich aus? Muss man sich da in irgendeiner Weise Gedanken machen? Also Gedanken machen, ich muss sagen, als wir diese zwei Mails bekommen haben, habe ich mich wirklich gefreut, weil es zeigt, dass die Vereine Problembewusstsein haben und so ein bisschen spüren, da wollen wir mal genau hinschauen. Ein Verein muss sich natürlich nicht Gedanken machen um das Thema, kann ich den Kauf einer solchen PlayStation steuerlich abziehen? Das würde man sich vielleicht fragen, wenn man entweder beruflich irgendwie zu tun hat mit IT und sagt, im Rahmen meines Berufes, im Rahmen meiner Berufsausübung, da muss ich auch, vielleicht weil ich Spieletester bin oder aus irgendeinem Grund, da muss ich mir so eine PlayStation kaufen, dann kann ich die steuerlich abziehen. Wenn du oder ich uns die als Privatperson kaufen, können wir das natürlich nicht. Für den Verein spielt das Thema, kann ich die PlayStation steuerlich abziehen, wegen des Gemeinnützigkeitsstatus ist keine so große Rolle. Für den Verein spielt ein anderes Thema eine Rolle. Darf ich meine Mittel überhaupt dafür einsetzen, eine solche PlayStation zu kaufen? Was heißt das genau, meine Mittel einsetzen? Wer entscheidet das denn? Müsste man jetzt in der Vorstandssitzung mit den Mitgliedern oder Mitgliederversammlung dann abstimmen darüber? Ich meine, das ist ja vielleicht für einen Verein, kommt natürlich auf den Verein an, vielleicht sogar eine witzige Anschaffung. Was weiß ich, wenn man Kinderbetreuer anbietet bei einem Event oder so, ist ja jetzt ja gar kein blöder Gedanke eigentlich. Genau, hast du recht. Wenn du fragst, wer entscheidet das eigentlich, muss man sagen, zunächst legt das der Gesetzgeber fest. Der gibt gemeinnützigen Vereinen nämlich vor, dass sie ihre Mittel zunächst zu verwenden haben für die gemeinnützigen Zwecke. Wenn ich also als Verein etwas mache, rein inhaltlich, was im weitesten Sinne so beschaffen ist, dass ich eine PlayStation dort sinnvoll irgendwo einsetzen kann. Betreuung von Jugendlichen, Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im, sagen wir mal, im weiteren Sinne im IT-Bereich, dann kann das schon durch den Satzungszweck abgedeckt sein. Was auch sein kann, und auch das ist zulässig, wenn ich vielleicht ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, Sportverein bin und ich habe aber so etwas wie einen Aufenthaltsbereich, eine Lounge oder so etwas, wo sich Vereinsmitglieder aufhalten, dann darf ich den Vereinsmitgliedern da natürlich auch ein Sofa hinstellen beispielsweise, damit die sich wohlfühlen oder Zeitschriften auslegen oder so etwas. Und dann dürfte ich theoretisch auch eine PlayStation da hinstellen zum Gebrauch für die Mitglieder. Wenn man diesen allgemeinen Bereich ausstattet, dann muss man immer im Blick behalten, der wesentliche Teil der Mittel, der muss wirklich in die gemeinnützigen Zwecke gehen. Und so Dinge wie interne Verwaltung, interne Ausstattung muss rein vom Volumen her zurückhaltend und angemessen ausgestattet werden. Ganz lustig, weil dazu fällt mir gerade unser Spezialgebiet ein. Wir haben ja sehr viel über E-Sports gemacht hier bei Vereinfacher. Und bei denen ist es natürlich wirklich relevant, bei dir einfach auch, weil viel E-Sport natürlich auf der PlayStation stattfindet. Wie ist denn das da eigentlich? Da ist es ganz einfach. Da würde man tatsächlich, wenn man den E-Sports-Verein, so wie wir das ja beschrieben haben in unseren Videos, auch wenn man den E-Sports-Verein gegründet hat und man hat ihn so gegründet, dass man die Anerkennung vom Finanzamt als gemeinnützig hat, dann darf man natürlich in Erfüllung seiner Satzungszwecke tatsächlich, genau wie du es beschreibst, sich als Verein auch eine PlayStation Sportgeräte, ne? Was für andere Vereine Sportgeräte sind, ist für den E-Sports-Verein dann die PlayStation. Im übertragenen Sinne, ja. Wir haben ja gelernt, dass E-Sports kein Sport im herkömmlichen Sinne ist, leider aus Sicht der Finanzverwaltung. Aber im Grunde genommen bringt es das vereinfacht gesagt auf den Punkt, ja. Ja, interessant. Aber kommen wir doch mal zu dem zurück, was du anfangs gesagt hast. Nämlich, was den Nicht-Verein angeht. Kann ich als normaler steuerpflichtiger Bürger
der sagt, ja, ich kaufe mir jetzt mal so eine Playstation und optisch sieht es ja so aus, würde man Blumen reinstellen können. Kann man als Normalsterblicher das versuchen, wenn man sagt, ja, ist ja so viel und ich versuche jetzt mal da irgendwelche Tricks und versuche die abzusetzen, vielleicht für alle da draußen, die zumindest darüber nachdenken. Kann man das machen? Also machen kann man ganz viel. Die Frage ist immer, ob es sich empfiehlt, alles zu tun, was man theoretisch machen könnte. Wir müssen hier eines immer ganz deutlich im Blick behalten. Niemand sollte sich in irgendeiner Form steuerverkürzungstechnisch betätigen. Ich darf mir nur Dinge steuerlich abziehen, steuerlich absetzen, die in irgendeiner Beziehung zu Einkünften, die ich erziele, stehen. Und im Normalfall, bei normalen Privatpersonen, ist natürlich die Anschaffung einer Playstation ein Privatvergnügen. Und wenn das ein Privatvergnügen ist, hängt das nicht mit irgendwelchen Einkünften zusammen. Ich brauche das nicht für meine berufliche Tätigkeit zur Ausübung im Normalfall. Und dann darf ich das nicht steuerlich abziehen. Und dann sollte ich das auch in keinem Fall versuchen, auch wenn ich vielleicht gerade hohe private Ausgaben habe. Das ist schlicht nicht erlaubt. Wenn ich aber einen Beruf habe, wie zum Beispiel du, der du zum Teil Spiele testest, der du also eine Playstation einfach für deine beruflichen Zwecke verwendest und gar nicht so sehr zur privaten Freude und Erbauung, dann darfst du natürlich, weil du mit dem Spiele testen Geld verdienst, dann darfst du im Umkehrschluss natürlich auch die Anschaffungskosten beispielsweise für ein solches Gerät abziehen. Ja. Cool, ihr Lieben. Ja, dann haben wir doch wieder was gelernt. Für die Vereine und für die Nichtvereine da draußen. Ja, danke, dass du hier so kurzfristig eingesprungen bist für die Playstation, für den Release. Am Donnerstag ist es soweit. Ja, ist überall ausverkauft. Von daher, wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, euch eine zu kaufen, wird's eng. Aber falls ihr eine habt, wünschen wir euch natürlich viel Spaß dabei. Gründet gerne einen E-Sports-Verein, haben wir ganz tolle Videos zu hier auf diesem Kanal. Danke Thomas, danke liebe Vereinfacher-Community und schreibt uns weiter Mails und eure Fragen, das ist ganz toll. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Tschüss.